Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen, meine Herren. Ich hätte mich ja gefreut, wenn die AfD-Fraktion statt Bastelstunde mit Fraktionsvorsitzenden Dörr wenigstens eine konkrete Norm benannt hätte, die man abschaffen kann. Allerdings, wer darauf wartet, wird wahrscheinlich lange warten müssen. Und natürlich klingt der Gedanke an eine einfache Verwaltung mit wenig Normen und Vorschriften auf den ersten Blick sehr verlockend. Die AfD behauptet in ihrem Antrag, dass es einen, Zitat, stetig steigenden bürokratischen Aufwand auf allen Ebenen, Zitat Ende, gibt. Diese Behauptung geht nach unserer Auffassung aber an der Lebenswirklichkeit der Menschen und an den gelebten Verwaltungsabläufen vorbei. In einer komplexen Welt ist es schlichtweg falsch, pauschal das Lied von einem überbordenden Staat zu singen. Als Beispiel sei nur die immer weiter fortschreitende Digitalisierung pars pro toto benannt. Hier sind zwei Seiten derselben Medaille zu betrachten. Die moderne Technik erfordert eine ganze Reihe von Normen und Vorschriften. Das beginnt mit den Vorschriften über die sichere Legitimierung und geht weiter über die standardisierte Kommunikation. Anders als in einer einfachen E-Mail, die keiner Normen bedarf, die bestenfalls eine, aber auch nur eine unsichere und schon deshalb nicht verbindliche Willensbekundung ausdrückt, muss es bei dem verbindlichen Austausch von Daten mit der Verwaltung einen Prozess der Identifikation und der genauen Bestimmung des Anliegens der Bürgerinnen und Bürger geben. Das setzt notwendigerweise eine ganze Reihe von Normen voraus. Angefangen mit den Vorschriften über die Wahl der gesicherten Verbindung, über die Festschreibung eines detaillierten Formulars für den Nutzer und die Verwaltung bis hin zu den Regeln des Verwaltungsverfahrens und nicht zuletzt der Transparenz kann hier nicht auf präzise Vorschriften verzichtet werden. Es wäre eine glatte Lüge, den Menschen vorzuspielen, dass man hier ohne oder nur mit rudimentären Rechtsvorschriften auskommen könnte. Die andere Seite der Medaille ist das Ziel der Einfachheit. Hier gilt es zu beachten, dass es sinnvoll ist, wenig Vorgaben und eine leichte Verständlichkeit ins Zentrum des Geschehens zu rücken. Sie sehen, es sind scheinbar widerstreitende Interessen, die hier aufeinanderprallen. Aber in Wirklichkeit geht es immer um dasselbe. Das ist hier das Unterfangen für uns alle, das Recht auf eine gute Verwaltung zu realisieren. Es wäre ein schwerer Fehler, wenn wir das Ziel der Verwaltungsvereinfachung über das Ziel und das Recht auf eine gute Verwaltung stellen würden. Die Aushöhlung dieser guten Verwaltung ist jedenfalls mit uns nicht zu machen. Die AfD-Fraktion legt mit ihrem Vorschlag einen populistischen Antrag vor, der in keiner Weise der näheren Erörterung standhält. Selbstredend setzt sich jede Landesregierung, und da bin ich überzeugt davon, auch die Regierung von unserer Frau Ministerpräsidentin Redlinger, dafür ein, dass, genau wie dieses Hohe Haus es auch als Ziel formuliert hat, ein möglichst geringer bürokratischer Aufwand eine Selbstverständlichkeit bleibt. Das ist eben eine Selbstverständlichkeit, die keines Antrages bedarf. Doch wie gezeigt, ist es in der täglichen Praxis oftmals notwendig, eine ganze Reihe von Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsverfahrensvorschriften vorzuhalten, um eben diese Einfachheit in der Anwendung sicherzustellen. Ich jedenfalls will nirgendwo eine staatliche Gewalt, die ohne Regeln arbeitet und durch ein ausgehöhltes Recht auf eine gute Verwaltung den Herausforderungen nicht mehr begegnen kann, und sei es auch im Namen des Bürokratieabbaus. Es ist doch lächerlich oder gar zynisch, wenn wir davon ausgehen, dass die Landesregierung nicht gleichsam aus eigener Erkenntnis vorträgt, wenn Normen unsinnig sind. Wir sind überzeugt, dass sich jede Landesregierung dann selbst an die Spitze der Bewegung stellen wird und die Abschaffung irgendwelcher überflüssiger Vorschriften hier im Parlament fordern wird. Die SPD-Fraktion hat es eben an einigen Beispielen deutlich gemacht. Wer sich also sachlich und ernsthaft mit der Frage der Verwaltungsvereinfachung auseinandersetzt, kann nicht ins Blaue schießen und dabei hoffen, ins Schwarze zu treffen. In einer immer vielschichtigeren und differenzierteren Welt ist es bestenfalls blauäugig zu glauben, mit weniger Verwaltung auskommen zu können. Eine gute Verwaltung ist nicht etwa, wie behauptet, erdrückend, sondern oftmals das Gegenteil, eine Entlastung für Bürger und Unternehmen.
Dass dies schwerer zu argumentieren ist als das simple Credo, der Abbau von Vorschriften sei ein Allheilmittel, ist uns Christdemokraten klar, aber wir scheuen diese Herausforderung nicht. Eine gute Verwaltung bedarf aufrichtiger Fürsprecher. Darum nutze ich diese Gelegenheit, um all den Beamten und Angestellten ausdrücklich zu danken, die unser Staatswesen und unsere Normen täglich mit Leben füllen und ihr Bestes geben, um die Anliegen der Menschen zu realisieren. Darum braucht es unsere Rechtsvorschriften, unsere Gesetze und unsere Verwaltungsregeln. Sie sind das Rüstzeug für eine gute Verwaltung. Dieses Rüstzeug sind wir nicht bereit, auf dem Altar einer erträumten Verwaltungsvereinfachung zu opfern. Wenn hier eine Fraktion unsinnige Normen ausmacht und dies auch begründet, statt mit einem Globalantrag von einer abstrakten, erdrückenden Bürokratie zu reden, dann sind wir gerne bereit, diese konkreten Vorschläge zu prüfen. Wenn allerdings uns keine konkreten Normen vorgelegt werden, die Aufhebung abstrakt in den Raum gestellt wird, sind wir nicht bereit, einem solchen Antrag zu folgen, ohne dass wir es konkretisiert vor uns haben und diskutieren können. Deshalb lehnen wir den Antrag der AfD-Fraktion ab. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus